Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Peacekeeper und wir machen weiter mit Folge Nummer 51, meine Freunde. Es geht um Mythbusters, eine kurze, knackige Folge. Die letzte Folge war ziemlich lang, deswegen wird diese Folge jetzt nicht so lang wie normal, sondern ein klein wenig kürzer, aber dennoch sollte es reichen. Ziemlich coole Mythen dabei. Falls du andere Mythen hast, gerne in die Kommentare schreiben. Lass gerne ein Abo und Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit dem ersten Mythos. Mythos: Kali kann nicht durch 9 Köpfe durchschießen, die 4 Leute aus seinem Team und die 5 Gegner. Ich kann mich noch erinnern, die erste Folge, da hatten wir das mit Glass getestet. Glass hätte 2 Gegner holen können. Wie sieht's mit Kali aus? Wir schauen uns das gleich mal an. Erster Versuch, meine Freunde. 4 Leute haben wir mit dem Headshot holen können. Ich muss zugeben, das war jetzt nicht so koordiniert, deswegen haben wir das nochmal versucht. Jeder Trick gut genommen. Ich habe die Gegner so gut es geht versucht anzuweisen, gesagt, bisschen weiter nach links, bisschen weiter nach rechts, sodass ich wirklich die Köpfe von den Gegnern treffe, meine Freunde. Zweiter Versuch, nicht mehr 4, sondern 5 Gegner, auch nicht schlecht. Aber meine Freunde, jetzt kommt's. Dritter Versuch und jetzt haben wir mehr als 5 und zwar 6 Gegner holen können. Keine 9, keine 8, aber 6 ist auf jeden Fall richtig krass und damit ist der Mythos wahr. Kali hat einfach eine brutale Waffe, muss man so sagen. Nächster Mythos lautet: Mythos, wenn Kali auf Clash Schild schießt, wird das so weggezogen, als würde man messern. Ihr kennt es ja, wenn man Kali messert, zieht sie ihr Schild so zurück. Ziemlich nice, normalerweise passiert da nichts, aber so hat man echt die Möglichkeit, allein durch Kali Clash einfach umzubringen, einmal schießen und dann hinterher schießen und so hat man einfach Clash. Finde ich auf jeden Fall richtig geil, kann man auch zu zweit arbeiten, dass der andere schießt, wenn du einmal geschossen hast. Richtig cooler Mythos, es war, hätte damit nicht gerechnet, nice. Wir machen weiter mit dem nächsten Mythos. Mythos, wenn du auf Haus im Badezimmer bist und von rechts auf die kaputten Spiegel schaust, siehst du die Map von draußen. So, ich glaube, das meinst du und jetzt gehen wir mal auf die rechte Seite und ich weiß nicht, ob ihr das schon erkennen könnt, meine Freunde, aber ich sehe da auch die Map Haus von außen. Hat höchstwahrscheinlich irgendwelche ressourcenbedingten Gründe, warum die das gemacht haben, aber kann auch sein, dass sie gesagt haben, gut, wir sind zu faul, das guckt sich sowieso keiner an, deswegen machen wir das so. Wäre mir auch nicht aufgefallen, weil ich darauf nicht geachtet habe, aber du hast es gemacht und damit ist es ein Mythos? War nice. Wir machen weiter mit dem nächsten Mythos. Mythos: Hey Peace, wenn man bei Café Dostojewski im Park spawnt, sitzen im östlichen Teil 2 Teddybären im Polizeiauto. Wir kennen das ja, bevor die Map verändert wurde, hatten wir ja auch ein Polizeiauto mit 1 Teddybär, aber anscheinend hat sich Ubisoft gedacht, gut, wir erhöhen die Anzahl mal oder packen mal einen Freund für den Teddybär und wir haben ja tatsächlich 2 Teddybär. Finde ich echt cool. So, ja, früher war das ja da auf der linken Seite, wir schauen mal, ob wir woanders noch Teddybär finden, aber nee, das ist wirklich beim Polizeiauto hier drin. Cool gemacht von Ubisoft, 2 ist immer besser als 1 und damit ist dieser Mythos? War ziemlich nice. Wir machen weiter mit dem nächsten Mythos. Mythos: Wenn Mira ihr Fenster in der Hand hält und Kali einen Schuss abfeuert, auf ihr Fenster überlebt Mira den Schuss. Wir probieren mal und wie man sehen kann, ist Mira noch am Leben. Also falls ihr merkt, oh, da kommt Kali, einfach Mira Fenster in die Hand nehmen. Meine Freunde, seid ihr auf der sicheren Seite. Aber die Dinger hier zum Beispiel, da überlebt man nicht. Aber dennoch, das Fenster an sich ist sicher und damit ist es ein Mythos auch wahr. Weiter geht's mit dem nächsten Mythos. Mozzie hat einen Lacoste-Gürtel. Wenn ich weiß, was die Marke ist, hier oben links eingeblendet, da sehen wir auch ein Krokodil oder Alligator. Ich bin mir ziemlich sicher, also nicht ziemlich sicher, aber ich würde jetzt sagen, das sieht jetzt nicht so aus wie die Marke, die wir an sich kennen. Deswegen würde ich sagen, dass dieser Mythos falsch ist. Weiter geht's mit dem nächsten Mythos und zwar: Mythos, du kannst eine gehackte Drohne von Mozzie wieder zurückbekommen, wenn du sie mit einer anderen Drohne nach außen beförderst. Wie wir wissen, werden die gehackten Drogen, da habe ich Drogen gesagt, Digga, ich meinte Drohnen, also meine Freunde, nichts hier mit Drogen. Wenn ihr die gehackten Drohnen wieder nach außen befördert, dann habt ihr sie wieder im Besitz, aber so wie es aussieht, hat Ubisoft das verändert und zwar ist es jetzt nicht mehr möglich, die gehackten Drohnen wieder nach außen zu befördern. Ziemlich schade, wäre eigentlich so ein richtig geiler Trick, ne? Wenn man einfach gesehen hat, okay, meine Drohne wurde gehackt, ich versuche immer wieder zurück nach außen zu befördern. Hat immer geklappt, aber jetzt geht es nicht mehr und damit, meine Freunde, ist dieser Mythos falsch und nimmt keine Drogen, meine Freunde, ne? Nicht, dass ihr denkt, dass Drogen cool sind, Drogen sind nicht cool und der Mythos ist falsch. Weiter geht's mit dem nächsten Mythos.
Hey P, ist hier ein Mythos. Kalis Arsch ist größer als der von IQ. Der allzeit bekannte Test hier auf dem Kanal IQs Arsch versus die Arsche von anderen. Wenn man jetzt von der Größe ausgeht, würde ich schon sagen, dass Kalis Arsch größer ist, aber die Form von IQ ist einfach besser, muss man ganz ehrlich sagen. IQ ist einfach unser All-Time-Favorite im Spiel. Entscheidet mal ihr, meine Freunde, wessen Arsch ist größer und welcher Arsch ist für euch ansprechender, unten in die Kommentare schreiben. Ja, meine Freunde, wie schon am Anfang gesagt, eine kurze, knackige Folge. Falls du noch andere Mythen hast, gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben. Wenn du noch kein Abo abgeschlossen hast, gerne abonnieren, kostenlos. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.